fahlen Licht des Mondes kann der Mensch nur schemenhaft sehen. Doch mit modernster Kameratechnik ist es möglich, in die faszinierende Welt der Nacht vorzustoßen. Der Schein der Großstädte lässt sich schon von Weitem sehen. Ein Meer aus Lichtern erhellt die Dunkelheit. Es ist die Zeit der Ruhe für die einen. Für die anderen geht das Leben jetzt erst los. Von der nie schlafenden Industrie über pulsierende Großstädte zu Nachtschwärmern und wissenschaftlichen Experimenten. Die Nacht ist voller Geheimnisse und Überraschungen. Vom Zauber des Lichts und tanzenden Glühwürmchen bis hin zu den stillen Bewohnern unserer Natur. Till Kredner ist Physiklehrer am Gymnasium und leidenschaftlicher Astronom. Er ist auf der Suche nach dem ungetrübten Blick in die Sterne. Orte, die dafür geeignet sind, gibt es immer weniger auf unserem Planeten. Für seine Schüler will Till ein Meteorcamp veranstalten, um mit ihnen Planeten und Sternschnuppen zu beobachten. Dafür braucht er einen Platz, an dem möglichst wenig Kunstlicht die Dunkelheit erhellt. Wir befinden uns hier auf dem Lochenstein bei Balingen, einem Felsen auf fast 1000 Meter Höhe. Und wir sind hier an einer Steilstufe, müssen wir uns sehr aufpassen. Aber bei Nacht ist das einfach ein ganz besonderes Erlebnis, hier mal hochzusteigen und dann diese Lichter zu sehen. Das Problem ist, dass einfach viel von dem Kunstlicht direkt in den Himmel gestrahlt wird und dadurch wird der Himmel aufgehellt und dann sehen wir die schwachen Objekte nicht mehr. Ja, es gibt kleine Geräte, die sogenannten Sky Quality Meter, die können die Himmelshelligkeit messen, auch wenn der Himmel sehr, sehr dunkel ist. Hier zum Beispiel ist der Himmel etwa ums 4- bis 5-fache heller als die natürliche Helligkeit und dadurch ist der Standort hier natürlich nicht so gut geeignet für unsere Beobachtungen. Ostalb, wunderbare Felsformationen, wie zum Beispiel die steinernen Jungfrauen. Hier bieten sich wunderschöne Motive für die Fotografie und insbesondere reizt mich natürlich die Nachtfotografie. Haben ergeben, dass der Himmel doch nicht ganz so dunkel ist, wie erhofft. Es hat doch ein paar Orte in der Gegend, wie Herbrechtingen und Heidenheim, die den Himmel aufhellen. Also ist das, glaube ich, kein optimaler Ort, um hier zu beobachten. Ich muss auf jeden Fall weitersuchen. Ich hoffe, dass wir noch was Besseres finden für das Meteorcamp.
sind jetzt hier auf dem Schachen in der Nähe von Münzingen. Ich denke, dass hier der Ort mitten auf der Alp wirklich so ziemlich der dunkelste Ort sein dürfte. Es ist wirklich ein guter Himmel hier. Wenn ich also durch die Gegend wandere, benutze ich rotes Licht und dabei bleibt die Dunkeladaption der Augen erhalten. Das ist unheimlich wichtig, weil die Augen brauchen unheimlich lange, um sich an die Dunkelheit anzupassen. So, und jetzt sehen wir auch schon Saturn. Da, über dem Baum. Kannst du sehen? Ja, da hinten. Ja, das heißt, heute haben wir wirklich alle vier hellen Planeten. Da stehen Jupiter. Wie in so einer Linie. Am Abend. Genau, die Sternstunde. Boah, ja. Sternstunde. Schön. Da. Ach, die war richtig toll. Verpasst. Die ist gerade so. Bei Jupiter? Nee, zwischen Jupiter und Venus durch. Wenn man jetzt hier durchguckt, sieht man schön, ja, den Jupiter wirklich als Planeten und man sieht die vier klassischen galileischen Monde von Jupiter. Macht natürlich einfach Spaß, mit Freunden mit dem Teleskop zu arbeiten, Aufnahmen zu machen. Und das Ganze halt auch fotografisch für andere Leute, die lieber auf dem Sofa sitzen bleiben, das dann auch anguckbar festzuhalten. Ja, ich bin Antonio Schmusch, ich bin 18 Jahre alt und bin leidenschaftlicher Hobbyastronom. Also ich bin Till Eisler, ich komme aus Rosenfeld, gehe da auch im Progymnasium auf die Schule. Die besten Bedingungen wären, dass man da die Milchstraße hat, möglichst viele Meteore natürlich. Und dass man vielleicht Saturn auch noch aufgehen sieht. Ah, der ist da gerade sogar schon. Da. Der Mars ist auch schon aufgegangen. Momentan haben wir schon bei den Planeten sehr gute Bedingungen. Und jetzt müssen nur die Sterne mitspielen. Vielleicht wissen wir da auch noch den einen oder anderen an. Früher habe ich immer geglaubt, dass wenn ich eine Sternstufe sehe, muss ich meine Hand zumachen und mir was wünschen und dann die Hand wieder auf. Aber jetzt ist es für mich so ein Gefühl, so, es ist ja schon was Schönes und es geht ja nur Sekunden. Also ich finde es bezaubernd, einfach schön. Man sagt natürlich immer, na, bei einer Sternschnuppe darf man sich was wünschen. Muss ich sagen, ja, das Einzige, was ich mir dann immer mittlerweile wünsche, ist, dass ich heute noch eine sehen will. Unter besonderen Bedingungen kann man manchmal auch sogenanntes Airglow beobachten, so ein Luftleuchten. Dann bilden sich grüne Strukturen am Himmel, also ein ganz schwaches Leuchten, ähnlich wie Polarlicht. Ja, hier auf dem Schachen, wir sind halt eine kleine Gruppe und das ist dann natürlich eine ganz andere Atmosphäre hier. Es ist irgendwie familiär. Wir kennen uns alle eigentlich sehr gut. Und das ist natürlich was anderes im Gegensatz zu so einer großen Klasse, wo es dann doch recht unpersönlich wird. Das ist wirklich eine ganz besondere Nacht, dass die einfach so extrem klar ist. Und das hat man doch relativ selten, dass wir so eine gute Durchsicht haben, sagt man in der Astronomie, dass es so kontrastreich ist, der Himmel. Und jetzt lohnt es sich richtig lange zu beobachten. Und ja, wahrscheinlich werden wir die ganze Nacht durchmachen. Also sprich bis 4 Uhr morgens, zumindest wer Lust hat und so lange durchhält, kann dann so lange beobachten und dann werden wir uns in der Morgendämmerung in die Zelte verkriechen und dann erst schlafen gehen.
Nachts ist es in den ländlichen Regionen Deutschlands meist ruhig und verhältnismäßig dunkel. In Berlins angesagten Szenevierteln dagegen beginnt jetzt erst das Leben. Caroline W. ist Biologin am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Für ihre Doktorarbeit erforscht sie Waschbären in urbanem Umfeld. Schätzungsweise leben bis zu 800 Waschbärfamilien in Berlin und es werden immer mehr. Sie sind Zuwanderer, ursprünglich aus Nordamerika. Inzwischen sind über 50% der Menschen leben in Städten und Städte werden immer größer. Das heißt, wir nehmen immer mehr von dem natürlichen Lebensraum der Tiere weg und bauen unsere Städte dahin. Das bedeutet jetzt, dass die Tiere sich entweder anpassen an das, was in der Stadt passiert, an das Stadtleben anpassen oder es halt eben nicht schaffen. Waschbären sind Allesfresser. Auf ihren Streifzügen in der Natur suchen sie nach Insekten und Regenwürmern. In Berlins Hinterhöfen locken vor allem Essensreste. Was an Waschbären einfach für mich tatsächlich so spannend ist, ist, die können halt einen dreidimensionalen Raum nutzen. Also das heißt, das macht sie halt tatsächlich für manche Leute auch so ein bisschen zum Problem, weil sie halt eben eine Hauswand hochkommen können, um da auf dem Dachboden zu schlafen. Waschbären werden extrem träge im Winter. Die fressen sich halt im Herbst einfach dick und dann müssen sie nicht mehr raus und sich so viel Nahrung suchen. Und wenn es tatsächlich richtig kalt wird, dann bewegen sie sich auch teilweise 3 Tage nicht. Und diese Halsbandsender, die sammeln halt GPS-Positionen, die ich dann von den Halsbandsendern mit Antennen runterladen kann. Und mittels dieser Daten wollen wir dann halt untersuchen, wie sich die Tiere in der Stadt bewegen. Sobald ich irgendwie einen Fallenalarm kriege, schießt das Adrenalin hoch und ich bin aufgeregt, aber positiv aufgeregt. Also ich freue mich drauf. Das ist der schönste Teil meiner Arbeit. Großteil meiner Arbeit findet auch nachts statt. Und da ist es schon von Vorteil, wenn man sich selber auch ganz gerne durch die Nacht bewegt. Also ich habe jetzt tagsüber tatsächlich noch nie einen Waschbär eine Straße queren sehen. Und das liegt, glaube ich, tatsächlich daran, dass einfach tagsüber Menschen unterwegs sind und sie dem ein bisschen aus dem Weg gehen. Um die Waschbären mit GPS-Halsbändern zu versehen, stellt die Biologin Lebendfallen mit Katzenfutter auf. So einen Leckerbissen lassen sich die tagsüber gut versteckten Tiere nicht gerne entgehen. Mit ihrem ausgezeichneten Gedächtnis merken sich die Bären lohnende Futterplätze. Je nach Jahreszeit erreichen sie ein Gewicht von 5 bis 10 Kilogramm. Dann rufe ich Janina, die Tierärztin, an. Und wenn sie dann da ist, dann legen wir das Tier kurz in Narkose. Es dauert in der Regel so eine Stunde, dass es schläft. Jedes Tier kriegt auf jeden Fall eine Ohrmarke, eine individuelle, falls es irgendwann mal wieder gefunden wird, dass wir wissen, dass das irgendwie zu uns gehört. Da steht auch meine E-Mail-Adresse drauf. Das heißt, die Leute können sich dann bei mir melden, wenn sie es gefunden haben. Jedes Mal wieder schön, einen Waschbären irgendwie auf dem Arm zu haben und diese Hände anzufassen. Das sind halt einfach tolle, faszinierende Tiere und ich finde sie tatsächlich auch wunderschön mit ihrer Zorro-Maske.
Es ist eine der ersten warmen Frühlingsnächte im Südwesten Deutschlands. Die Seeregion um Konstanz wird immer wieder zum Terrain für wissenschaftliche Pionierarbeit. Zwei Biologinnen sind einem sehr scheuen und sehr kleinen Nachttier auf der Spur. Mithilfe neuester Technologie wollen sie mehr über sein Verhalten erfahren. Ich bin Dina Dechmann, ich bin Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell. Warum es so spannend ist, Fledermäuse zu erforschen? Es gibt wahnsinnig viele Arten, allein hier in Deutschland über 30. Wir wissen so wenig über ihre Bewegungsmuster. Bei Fledermäusen ist Zugverhalten sehr selten. Es machen bei uns jetzt eben nur 4 von diesen ca. 30 Arten und von denen auch nur die Weibchen. Und deswegen ist es super spannend herauszufinden, warum die das tun, warum die so weite Strecken von hier bis ins Baltikum ziehen und im Herbst wieder zurück. Also was wir immer machen, ist alle Fledermäuse, die wir finden, vermessen und bestimmen, damit wir einen guten Überblick behalten, was hier im Park so vorkommt. Wir haben heute Fledermäuse gefunden, aber das waren leider nicht die richtigen. Die sind zu klein zum Besendern. Wir würden gerne mit denen arbeiten, aber da stoßen wir noch an unsere technischen Grenzen, weil die Sender einfach zu groß sind. Deswegen arbeiten wir auch gerne mit dem großen Apenzegler, eine unserer größten einheimischen Arten, wo man ein bisschen mehr draufpacken können. Fledermäusen arbeiten ist sicher nicht einfach. Die leben sehr versteckt, sind sehr klein und schwer zu finden. Während einem Winter sind Fledermäuse in ein Schulzimmer gekommen. Da ist irgendwie eine Deckenpanel rausgeflogen. Plötzlich waren Fledermäuse im Schulzimmer und so ist man überhaupt drauf gekommen, dass die Fledermäuse hier sind. Also die Herausforderungen sind, Fledermäuse zu erwischen, weil eigentlich alle Fledermäuse hier sind Insektenfresser. Das heißt, die Echoorten nach kleinen, mehr oder weniger runden Gegenständen im freien Luftraum. Und wenn ganz viele Regentropfen da sind, dann ist das sehr schwer zu unterscheiden für diese Fledermäuse, ob sie jetzt gerade einen Regentropfen orten oder ein Insekt. Und dann lassen sie es lieber bleiben und bleiben im Trocknen. Da sind bis zu 300 Fledermäuse drin manchmal. Das ist wirklich super schwer, das richtige Zeitfenster zu erwischen. Wir haben vor einer Woche das erste Mal gecheckt. Da waren die gerade erst aus dem Winterschlaf aufgewacht und noch ganz dünn. Und wir wussten, die ziehen jetzt noch nicht gleich. Letztes Jahr hatten wir riesiges Pech, da haben wir nur noch eine erwischt. Von der haben wir einen super schönen Track bekommen. Aber einer reicht halt nun mal nicht zum Publizieren. Deswegen hoffen wir dieses Jahr noch auf ein paar mehr. Und dann ist es natürlich schon ein mega Erfolgserlebnis. Vor allem, weil wir die Ersten sind, die sowas machen. Das sind einfach totale Pionierdaten. Sowas hat noch niemand ist mit einer Fledermaus auf dem Zug mitgezogen. Das ist schon ein bisschen enttäuschend, gerade, dass wir auch wieder keine gefunden haben heute. Und ja, das müssen wir auf morgen hoffen. Yes! Super, endlich! Thank you.
Was wir jetzt haben, ist ein Sender, der noch einen Luftdrucksensor drin hat. Wir können aus dem Signal dieses Senders berechnen, wie hoch über dem Boden die Fledermaus geflogen ist. Und das ist was ganz Tolles und Neues. Wir können schauen, wie hoch fliegt sie zum Beispiel über dem See rum, wenn sie nach Insekten sucht. Oder dann eben, wenn sie anfängt zu ziehen, fliegt sie da das Höhenprofil ab oder fliegt sie einfach hoch und dann geradeaus in die Richtung, in die sie ziehen will. Alles Dinge, die wir bis jetzt einfach noch nicht wussten, weil die Fledermäuse so klein sind und so kleine Technologien nicht vorhanden war. Martin, hallo. Hey, wir haben gerade die erste Fledermaus des Jahres besendet. Bist du ready zum Verfolgen? Um die Abendseglerweibchen auf ihrem Zug in Richtung Norden zu begleiten, braucht es schon ein Flugzeug. Das ist bestückt mit modernster Technologie, um die kleinen Tiere in der Luft zu orten. Institutsleiter Martin Wikelski fliegt über dem See seine Kreise. Was wir hier haben, ist wirklich das Beste, was es gibt, um Tiere zu beobachten. Ein winziger Sender auf der Maus, der uns alles sagt, was die Fledermaus macht, wie schnell sie fliegt, den Beat, also den Flügelschlag, Energieverbrauch, Flughöhe. Und wir können eben mit den beiden Ohren des Flugzeugs, also den Antennen, rechts oder links hören und dann immer genau sagen, ist sie dort drüben oder hier. Wenn beide gleich stark sind, dann ist sie genau unter uns und dann nehmen wir einen GPS-Punkt. Auch toll ist es, dass wir hier natürlich als Team arbeiten. Also ich bin ja dauernd in Kontakt mit unserem Team am Boden. Das heißt, ich sage denen, was die Fledermaus gerade macht. Die geben mir Hinweise, geben mir Tipps. Damit ist es wirklich so ein, so eine Kommunikation zwischen Fledermaus zu mir und ich zu dem Team und zurück. Also das ist jetzt richtig spannend, ob diese Fledermaus heute zieht. Also im Moment frisst sie noch unten. Und zwar genau in der Ortschaft unter uns. Offensichtlich ist da so gut mit den Insekten, dass sie im Moment sich noch voll frisst. Ich hoffe, dass sie jetzt demnächst loszieht. Das wird richtig spannend. Der Unterweser liegt eines der größten Stahlwerke Deutschlands. Jährlich werden hier bis zu 3,5 Millionen Tonnen Rohstahl produziert. Die vorgeheizten Gießpfannen warten auf ihren nächsten Einsatz in der Produktion. Bei der Stahlherstellung ist Schichtarbeit seit jeher die Regel. Um die Anlage durchgängig am Laufen zu halten, muss rund um die Uhr gearbeitet werden. Ich kann mich an den ersten Tag erinnern, als ich in die Halle kam. Da war es für mich riesig, dunkel. Das war schon erschreckend, die Hitze und der Lärm. Also ich bin Jack Weißflor, bin 45 Jahre mittlerweile. Ich arbeite hier im Stahlwerk seit 20 Jahren. Das sind unsere Drehschieberplatten, die wir gleich austauschen in der Pfanne am Drehschieber. Die muss ich aber vorher eben bestücken mit der Feuerfestmasse. Damit das auch alles dicht hält. Der Rohstoff dafür ist sehr teuer geworden. Und deshalb müssen wir damit auch gut umgehen. Nach jedem Gießdurchgang müssen wir die Pfanne begutachten, weil die Beanspruchung sehr hoch ist, wenn da 1700 Grad Stahl, 290 Tonnen reingehen. Das verschleißt unser Feuerfestmaterial dermaßen, dass wir auf jeden Fall nach jeder Schmelze die Pfanne begutachten müssen.
Wir sind jetzt auch in der Nachtschicht, genau um Mitternacht. Die Produktion fängt hier gerade wieder an. Und jetzt geht das hier wieder darum, dass wir voll konzentriert sind, aufpassen auf alles, was wir tun und auch auf unsere Kollegen. Ich bin Tekin Jaramusch und bin seit 12 Jahren der Schichtmeister an der Stranggießanlage. Jetzt, wo wir uns hier befinden, auf der 7,5 Meter Gießbühne der Stranggießanlage. Das Roheisen wird ja im Hochofenwerk erzeugt. Danach wird das im Konverterbetrieb aufgeblasen, wird verarbeitet, da kommen dann die kleinen Zustege rein. Dann wird dieses Roheisen in diesem Prozess zum Stahl erzeugt. Anschließend bekommen wir diese dann an die Stranggießanlage, wo das flüssige Stahl zum feste Bramme erzeugt wird. Anschließend werden dann diese Brammen im Warmwalzwerk gewalzen. Diese werden dann zu Bleche gewalzen und wird dann auch aufgewickelt als Blech. Ich arbeite gerne nachts, aber es ist eine Herausforderung, weil wenn man hier nicht aufpasst, in so einem großen Stahlwerk mit so viel Stahl, flüssigem Stahl, und ein Fehler reicht, dann haben wir die Hütte voll. Fehler passieren bei uns allen. Aber gerade in der Nachtschicht ist es besonders heikel, weil die Leute halt belastet sind, weil die Nachtschicht halt fordert. Wenn man im Schichtdienst ist, dass die Familie dann mitmacht, wenn ich Nachtschichten habe, dann lege ich mich noch mal nachmittags hin. Dann brauche ich auch meine Ruhe. Man wird einfach empfindlicher auch im Schlaf. Man braucht seine Ruhe, man muss schlafen, damit man auch konzentriert bei der Arbeit ist. Aber toi, 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 seit 22 Jahren funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja. In warmen Sommernächten lässt sich an wenigen Orten in Deutschland ein faszinierendes Naturschauspiel beobachten. Es ist die Zeit der Glühwürmchen. Ihre Leuchtsignale strahlen sie nur bei Nacht aus. Doch das wird immer seltener. Denn auch die Leuchtkäfer sind durch das Insektensterben bedroht. Rund um die Sommersonnenwende kommt ihr Paarungstanz zu einem Höhepunkt. Ein Forscher der Universität Jena interessiert sich vor allem für die Leuchteigenschaften der Insekten. Doch das Zeitfenster pro Nacht ist kurz. Häufig erlöschen die Leuchtsignale innerhalb von nur einer Stunde. Und dann kann der Wissenschaftler seine Forschungsobjekte nicht mehr erkennen. Mein Name ist Stefan Schramm. Ich bin Chemiker und erforsche Biolumineszenz und Chemilumineszenzreaktionen. Nur
Nur die männlichen Glühwürmchen können tatsächlich fliegen. Die Weibchen sitzen mit ihrem leuchtenden Leib auf Grashalmen oder Blättern und locken die Männchen mit betörenden Lichtern an. Nach der erfolgreichen Paarung neigt sich das Leben der Glühwürmchen dem Ende zu. Sie sterben innerhalb weniger Tage. Für Wissenschaftler ist das natürlich unglaublich interessant zu sehen, wie die Glühwürmchen pulsieren und damit natürlich dann auch Leuchtsignale zur Paarung abgeben. Das erlaubt dann eine gewisse Kommunikation. Ganz ohne Sprache, wie wir sie kennen. Nur in Form von Licht, was abgestrahlt wird. Persönlich ist das auch ein ganz besonderer Moment, so ein schönes Leuchten, das die Menschen schon vor tausenden von Jahren fasziniert hat, strahlen zu sehen. Sieht fast wie ein Sternenhimmel aus. Es lässt mir den Atem erstocken. Wunderschön. Das Glühwürmchenleuchten sieht nicht nur toll aus. Diese Reaktion studieren wir dann auch im Labor, um effiziente Modellsysteme zu entwickeln, um das Glühwürmchenleuchten besser verstehen zu können. Jedes Mal, wenn ich eine Chemolumineszenzreaktion initiiere, beispielsweise einen Tropfen von einem bestimmten Molekül hinzugebe, das erstaunt mich jedes Mal wieder und zeigt mir, warum mich das so sehr fasziniert. Grüner Farbstoff nimmt die Energie von dem blauen Licht auf und wandelt sie in grünes Licht um. Wir sind hier in den Laboratorien der organischen Chemie und wir stellen hier, ähnlich wie wir es bei den Glühwürmchen gesehen haben, leuchtende Moleküle nach dem Vorbild der Natur her. Man kann mit ganz viel Glück an der Nordsee im Wattenmeer das sogenannte Meeresleuchten sehen, bei denen Dinoflagellaten, das sind ganz kleine Algen, Licht von sich geben. In der Biochemie und auch in der Medizin, dort können wir genau diese Moleküle nutzen, um beispielsweise Krebszellen zu markieren, sie damit leuchten zu machen und ganz selektiv nachzuweisen. Licht ist etwas, was schon sehr lange auf mich eine starke Faszination ausgeübt hat. Nicht nur in der Chemie, bei der Chemolumineszenzreaktion, sondern auch als Hobby in der Astrofotografie, wo es darum geht, ja sehr, sehr lichtschwache, sehr, sehr entfernte Galaxien zu fotografieren und sichtbar zu machen. Ja. Und die Figuren, die sich teilweise in den Kolben, in den Reagenzgläsern abzeichnen, erinnern mich sehr stark an das, was man auch im Kosmos sieht, an die Galaxien.
Im Rhein-Main-Gebiet befindet sich Deutschlands größter Flughafen. Er ist eines der bedeutendsten Luftfahrtdrehkreuze der Welt. Mit mehr als 2 Millionen Tonnen Gütern im Jahr hat der Frankfurter Flughafen ein riesiges Frachtaufkommen. Um die zeitlich genau getaktete Beladung eines Frachtflugzeuges sicherzustellen, koordiniert Holger Punks als Rampenagent den Verladeprozess. Doch sein Zeitdruck wächst, je weiter die Nacht voranschreitet. Das Kritische in Frankfurt ist, wir haben ein Nachtflugverbot. Und das heißt, der letzte Flieger, zum Beispiel jetzt, den wir hier abfertigen, hat Schedule um 22.30 Uhr. Wir haben also 2 Stunden zur Abfertigung, zur Beladung eines Flugzeuges. Er braucht bis zur Bahn, wenn es gut geht, eine Viertelstunde. Das heißt, ich habe noch einen kleinen Spielraum von 10 bis 15 Minuten. Ansonsten ist Essig und der Flieger bleibt stehen. Und das ist eigentlich an dem letzten Flieger der größte Druck, den wir haben. Ein Flieger ist halt kein LKW. Man hat einen gewissen Schwerpunkt, muss man einhalten. Je weiter man den Schwerpunkt nach hinten legt, je weniger verbraucht er Sprit. Das ist alles das, woran wir denken müssen, wenn wir einen Flieger im Büro planen. Das ganze private Umfeld muss sich eigentlich diesen Job auch anpassen. Ja? Es bringt dann halt nichts, wenn man jemanden kennenlernt, der das selber nicht kennt. Dann geht das meist in die Hose. Das ist so das Hauptproblem, ja? Schlafentzug ein bisschen und Privatleben. Der Flugverkehr muss vor Kollisionen mit Greifvögeln bewahrt werden. Ein Team von Biologen ist dafür zuständig, das rund 600 Hektar große Gelände für Federvieh unattraktiv zu machen. Andere Tiere hingegen werden auf dem Gelände geduldet. Da vorne läuft einer. Ha! Ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, genau. Da ist er. Mein Name ist Jürgen Ebert. Ich bin Leiter des Wildlife Control Teams am Flughafen Frankfurt. Der Flughafen bietet ganz besondere Lebensräume für viele Tiere, die offenes Grünland mögen. Die Hasentälung machen wir immer zu zweit, denn einer muss ja fahren und einer muss leuchten. Also wir fahren im Moment über diese Linie hier, die kleine. Das ist der Gärtnerweg, auf dem wir uns jetzt befinden. Kollege. Kollege Hase. Noch zwei. Zwei. Drei. Okay, also ich habe hier 1, 2, 3. Und einer war hier, der ist aber von da gekommen. Okay. Der ist gerade vom Auto, ja. Wenn das Gras jetzt so kurz ist, sieht man die wenigstens auch gut. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 habe ich schon. Da ist er doch. Was? Wo? Er läuft da. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Rumleuchten, weiter, läuft da. Wo sich Hasen tummeln, sind Füchse meist nicht weit. Und obwohl der Flughafen mit einem Zaun gegen größere Säugetiere abgesichert ist, springen Füchse einfach darüber hinweg. Sie jagen auch Mäuse und rauben so den Greifvögeln ihre Nahrungsgrundlage. Auf diese Weise tragen Füchse dazu bei, größere Vögel fernzuhalten. Man könnte etwas weit hergeholt dann doch sagen, der Fuchs ist ein Helfer für uns im Sinne der biologischen Flugsicherheit.
Tagsüber ist die Bodenseeinsel Besuchermagnet wegen ihrer Blütenpracht. Doch es gibt hier auch Pflanzen, die erst bei Einbruch der Dunkelheit zu blühen beginnen. Gartendirektor Markus Zeiler inspiziert seine Beete. Ich liebe es eigentlich schon, da abends mal so kurz noch durchzuschlendern, einen Blick zum Sternenhimmel zu werfen, den Mond zu suchen und dann aber auch zu schauen, was tut sich vielleicht im Garten, weil wir haben etliche Gartenbesucher, die nachts aktiv werden. Auch exotische Pflanzen wie die nachtaktive Engelstrompete können auf der Mainau gedeihen. Das liegt am ungewöhnlich milden Bodenseeklima. Im Winter gibt es kaum Frost und im Sommer bleiben die Temperaturen moderat. Ja, hier haben wir jetzt die Studentenblume. Eine Art von Studentenblumen, Tagetes, kennen viele vom heimischen Garten, vielleicht von Großmutters Garten. Und was ganz angenehm ist, sie verströmt auch noch so einen herbstsüßlichen Duft, einfach auch, um attraktiv zu sein für die Bestäuber. Es gibt ja in der Tat viele Insekten, die erst nachts aktiv sind. Die nachtduftenden und nachtaktiven Pflanzen haben da unterschiedliche Strategien entwickelt. Duft ist das eine natürlich, verstärkt aber dann auch durch leuchtende Farben. Das sehen wir vor allem zum Beispiel bei der Nachtkerze, bei der Oenothera, die goldgelbe, zitronengelbe Blüten hat und die erst dann auch in den Abendstunden aufgehen. Ja, hier haben wir jetzt was ganz Besonderes, diese Mondwinde, eine Pflanze, die nachts blüht. Die Blüten öffnen sich erst mit der Dunkelheit, gehen in einem relativ schnellen Vorgang auf, öffnen sich relativ schnell. Und die Pflanze blüht dann die ganze Nacht über, versucht natürlich die Pflanze mit diesem leuchtenden Weiß, das wenige Licht, was wir nachts haben, zu bündeln, zu reflektieren. Der Hafen ist der größte Seehafen Deutschlands. Containerschiffe aus über 170 Ländern fahren hier rund um die Uhr ein und aus. Das Containerterminal Altenwerder gehört zu den modernsten der Welt. Viele Prozesse laufen vollautomatisch ab. Doch nicht alles kann von einer Maschine erledigt werden. Bei der Be- und Entladung braucht es Fingerspitzengefühl und ein gutes Auge. Insbesondere bei Dunkelheit. Über 8 Millionen Container werden in Hamburg pro Jahr verladen. Mein Name ist Frank Heidelmeier, ich bin Hafenfacharbeiter und Containerbrückenfahrer im Hamburger Hafen. Wir sitzen hier auf 38,5 Meter über dem Boden. Es braucht definitiv hier oben Menschen, weil es immer Bewegung im Schiff gibt, weil es Witterungseinflüsse gibt, die man nicht wirklich beeinflussen kann.
Der Hafen schläft nicht, wir arbeiten 7 Tage die Woche, feiertags, am Wochenende sind wir immer im Einsatz, tags und nachts. Wir fahren 4 Stunden immer pro Turn und da muss man halt schon wirklich 4 Stunden hoch konzentriert sein, konzentriert mit den Augen sein, auch gucken, was links und rechts von einem passiert. Das erfordert schon viel Übung und ein bisschen Talent. Wenn ich den Container hier abgesetzt habe von seinen Laschböcken, dann wird er von einem zweiten Greifer aufgenommen. Wird hinten auf unsere automatischen Fahrzeuge verladen, die über Transponder im Boden gesteuert werden, die zu unserem Automatiklager gebracht werden. Dort werden sie eingelagert und später von unseren Fernsteuerern, die auch hier arbeiten, auf die LKWs wieder verladen und verlassen dann das Terminal. Also die Nacht ist natürlich insofern anstrengend, es ist dunkel, der Körper ist auf Schlaf eingestellt vom normalen Biorhythmus her und das müssen wir halt umgehen hier einfach. Da muss man drüber stehen, muss seinen Schlaf anpassen und ja, auch die anderen Lichtverhältnisse, die man hier hat, das ist schon anstrengend dann. Es ist auch tatsächlich so, dass Freundschaften unterwegs einfach mal verloren gegangen sind, weil manche Leute damit nicht zurechtkommen. Aber das ist halt ja, das, was ich mache, was ich gerne mache, seit 12 Jahren mache. Und die Menschen, die mich kennen, die wissen das und mit denen kriege ich das auch alles geregelt. Die Stadtnähe dieses Hafens ist halt relativ einzigartig. Das sind schon Eindrücke, für die man immer wieder gerne hier hochkommt. In ihrer Nähe zum Hafen befindet sich Hamburgs neues Wahrzeichen, die Elbphilharmonie. Der Unterbau ist ein ehemaliger Speicher. Nur seine denkmalgeschützte Fassade ist erhalten geblieben. Die Konzertsäle befinden sich im gläsernen Aufbau des Gebäudes. Mein Name ist Dennis Just, ich bin technischer Leiter der Elbphilharmonie und in dieser Funktion verantwortlich für die Konzerthaustechnik. Im Hafen ist eine sehr schöne Lage, aber natürlich jetzt für ein Konzerthaus nicht so optimal, was die Nebengeräusche betrifft. Also eine große Herausforderung war natürlich, wie man die Außengeräusche, die wir auch jetzt vielleicht noch so im Hintergrund hören, vom Hafen, vom Hamburger Hafen, fernhalten können aus dem Saal. Wir sind hier im 11. Obergeschoss. Also ich stehe jetzt in diesem sogenannten schalen Zwischenraum zwischen dem eigentlichen Gebäude und dem Saal oberhalb von mir. Der Saal hat ein Gesamtgewicht von über 12.000 Tonnen, das ist sehr viel, und ruht quasi entkoppelt über Federpakete auf dem eigentlichen Gebäude. Diese Federpakete trennen das quasi wirklich physikalisch voneinander, sodass Einflüsse von außen, zum Beispiel ein Schiffshorn von einem großen Kreuzfahrtschiff, sich gar nicht über das Gebäude auf den Saal übertragen können. Das Technikteam bei uns ist recht groß, sodass wir das ganz gut aufteilen können, dass nicht jeder permanent irgendwie auch eine Nachtschicht machen muss. Ich selbst bin immer ganz froh, dann auch mal nachts da zu sein, weil da haben wir deutlich mehr Ruhe. Man erlebt das Haus noch mal ganz anders und dann stört es auch nicht wirklich bei Kunstbeleuchtung aktiv zu sein. Müssen wir oben noch eine Verbindung machen?
Also durch die große Auslastung, die wir hier haben, erfreulicherweise, ist es oft erforderlich, dass technische Aufbauten oder auch Abbauten nachts erfolgen. Das erfordert dann aus technischer Sicht oft schon 3 Schichten, die wir dann brauchen. Um die über 600 Konzerte pro Jahr in der Elbphilharmonie zu ermöglichen, arbeitet das Technikteam rund um die Uhr. Routine gibt es nie, denn jedes Konzert hat seine ganz eigenen Anforderungen. Aber ich würde ja eher in diese Richtung Als Licht- und Tontechnikerin gehört es zu Katrin Irretiers Aufgaben, die Scheinwerfer einzurichten. Dafür muss sie nach ganz oben, in den Technikbereich. Wir sind auf dem sogenannten Catwalk. Das ist die Oberbühne, also der Bereich über dem Saal, wo man die ganzen Kettenzüge hat und die Mikrofonwinden und die Lampen und alles, was technisch von oben kommt. Und ich hier arbeiten muss, kann ich das natürlich nicht im Finstern machen. Und dieses Blaulicht ist halt unauffälliger, als wäre es hier weiß, grell weiß beleuchtet. Welche Nummer war das nochmal? 179. Hast du schon? Habe ich, ja. Und gleich unscharf 7. Guckst du jetzt nochmal? Die haben ja noch einen Lichtdesigner dabei, der dann ganz genaue Vorstellungen hat, wie es geleuchtet werden soll. Der hat mir jetzt gesagt, was ich mit diesem Scheinwerfer alles erwischen soll. Und jetzt gehe ich mal runter und frage ihn, ob ihm das gefällt. Es ist natürlich schon eher selten, dass man dann so die Zeit hat und wirklich mal den Ausblick genießen kann. Aber schon immer wieder besonders, auch gerade so dann die Reflexion im Wasser dann hier zu sehen. Und es ist schon ein spezielles Ambiente, gerade natürlich bei Nacht, weil man dann die ganzen Lichter sieht, dass der Hafen deutlich ruhiger wird, weniger Schiffsverkehr ist, weniger Touristen auch ums Haus rum. Und das sind dann schon so gerade in so einer milden Sommernacht schöne Momente, die man dann hier haben kann. Der Nationalpark Wattenmeer ist die größte zusammenhängende Wattlandschaft der Welt. Die Natur kann sich hier weitgehend unbeeinflusst vom Menschen entfalten. Fischen dürfen hier nur noch die kleinen, traditionellen Kutter. Und gerade bei Nacht ist die Aussicht auf volle Netze besonders hoch. Ja, ich bin Henrik Dulz, ich bin Krampfischer in zweiter Generation und fahre diesen Kutter hier von meinem Vater. Ja, und das tue ich mit großer Freude und das ist mein Traumberuf. Ich mag gerne die Nachtfischerei. Ich finde, das ist was Schönes, das hat irgendwie was Friedliches auch an sich. Ja, die Nacht macht Lauf, das ist chillig. Ne? Das ist immer der Hauptfaktor. Ne? Wenn es Spaß macht, ist ja alles gut. Ha ha ha!
Ja, also ich bin Felix, der Träger, und ich bin hier der Decksmann bei Henrik. Ich bin hier draußen für die Verarbeitung zuständig. Ja, das ist unser Beifang hier, ne? Hier zwischen Seeskorpion, ne? Der Beifang, der geht lebendig wieder über Bord. Ne? Den kochen wir ja nicht mit, ne? Der soll ja weiterleben, ne? Ja. Also für das Wattengebiet hat der Mond die Bedeutung, dass der Ebbe und Flut bestimmt. Und da wir mit Ebbe und Flut auch fischen, bestimmt er natürlich auch unseren Arbeitsablauf. Krabben fühlen sich halt sicherer, wenn es dunkel ist. Dann fühlen sie sich sicher vor Fressfeinden. Und deswegen sind wir auch jetzt nachts hinter den Krabben her, weil die nur nachtaktiv sind und sich dann fangen lassen. Krabbenrollen, die von unserem Geschirr, die Rollerkette, die rollt über den Grund und die erzeugt leichte Vibrationen auf dem Meeresgrund und dadurch erschrecken sich die Krabben oder wie auch immer und springen dann hoch und ins Netz. Hier an Bord in Kisten gepackt und dann kommen sie in den Kühlraum und dann fahren wir nach 2-3 Tagen in den Hafen. Da kommt ein LKW von unserer Erzeugerorganisation und holt die Krabben ab. Dann geht sie weiter nach Holland, aber auch ein Teil geht noch nach Marokko zum Poolen. Dann kommen sie im Endeffekt wieder und werden bei Hast du nicht gesehen da verkauft da. Ne? Ja, das Wattenmeer macht so besonders, dass hier große Teile ja total trocken fallen und dass man da laufen kann, ne? Zu Fuß sozusagen. Ne? Also man muss natürlich immer mit Unterwasserhindernissen rechnen, die ja immer wieder neue Hindernisse auch freikommen. Und dann ist natürlich das Problem, dass wir zwei Netze hinter uns herschleppen. Und wenn man mit einer Seite mit dem Netz hakt und wenn richtig Strom läuft, so, dann ist es natürlich auch, muss man so ein bisschen aufpassen. Das ist, ja, sind auch schon einige Schiffe überhaupt gekentert. Ne? Im Frühsommer ist die Nordseeinsel in der Deutschen Bucht eine einzige Brutkolonie für Seevögel. Der Wettbewerb um einen guten Platz in den Sandsteinklippen ist hart. Elmar Ballstedt arbeitet auf Helgoland als ornithologischer Schutzbetreuer. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Bestände in der Brutzeit zu überwachen. Am Lummenfelsen bahnt sich bei einbrechender Dunkelheit ein wagemutiges Naturschauspiel an. Während dem Lummensprung springen die kleinen Lummen nur in der Dämmerung bis in die Nacht hinein vom Felsen. Das hat einfach den Schutzgrund, dass größere Möwen die Jungtiere nicht so schnell erfassen können. Und aus dem Grund gehen wir auch abends an den Felsen, um die kleinen Lummen zu fangen.
Größte. 35. Zum Schluss. Das Gewicht. Noch mehr hier. 204 Gramm. Ja, und jetzt werden die Kleinen, wenn sie fertig beringt und vermessen sind, wieder da in Freiheit gelassen, wo sie auch vom Felsen gesprungen sind. Also die kleinen Trottellummen schwimmen dann raus aufs offene Meer, wo sie letztendlich noch so lange gefüttert werden, bis sie auch ausgewachsen sind. Und da können sie in den ersten 7 Tagen so um die knapp 100 Kilometer zurücklegen. Und inzwischen hat man anhand von Rinderfunden herausgefunden, dass ein Großteil unserer Population vor Skandinavien überwintert. Auf der Helgoländer Düne lebt Deutschlands größtes Raubtier. Bis zu 300 Kilogramm kann eine Kegelrobbe erreichen. In den dunklen Wintermonaten kommen die Tiere an den Strand, um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Die kleinen Kegelrobben liegen in ihrem weißen Fell stundenlang allein am Strand, bis die Mutter zum Säugen zurückkehrt. Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik untersuchen Forscher ein seltenes Himmelsphänomen, von dem sie sich neue Erkenntnisse über den Klimawandel erhoffen. Mein Name ist Michael Gerding. Ich bin hier einer der Wissenschaftler in der Abteilung, die sich mit optischen Messungen beschäftigen. Das heißt eben, mein Hauptarbeitsgebiet ist halt eben dieser Laser hinter mir, mit dem wir dann unter anderem Temperaturen vom Boden bis in ungefähr 80, 90 Kilometer Höhe messen können. Jetzt im Sommer ganz besonders interessant sind für uns sogenannte leuchtende Nachtwolken. Das sind Eiswolken, die sich so in 80 bis 85 Kilometer Höhe befinden. Wir sind jetzt hier in unserem Laserraum, da wo das eigentliche Laserlicht erzeugt wird. Wir machen das so, indem wir in sogenannten Pumpkammern eine Blitzlampe haben. Die Blitzlampe sendet halt 30 Lichtblitze pro Sekunde aus. Weiße Lichtblitze, die in diesen Kristall fokussiert werden. Und damit wird dann infrarotes Laserlicht erzeugt. Und dieses infrarote Laserlicht, das wird dann später in einem anderen Kristall in grünes Licht umgewandelt. Und das ist das Licht, was wir dann in die Atmosphäre leiten. Wenn wir den Laserstrahl hochschicken, dann steckt in jedem Laserpuls ungefähr 1 Milliarde mal 1 Milliarde Lichtteilchen, sogenannte Photonen. Von diesen kommen aber nur wenige Tausend letzten Endes wieder an unserem Teleskop an. Wenn wir das Signal auffangen, können wir hier die Höhe von diesen Wolken bestimmen. Der Bereich der leuchtenden Nachtwolken gehört halt so zur Grundlagenforschung, ob die halt eben ein Klimaindikator sind. Um die leuchtenden Nachtwolken auch visuell zu erforschen, erstellt der Physiker Gerd Baumgarten regelmäßig Fotoreihen der Wolken. An der Ostseeküste zeigt sich in Sommernächten am nördlichen Horizont ein leuchtender Streifen, in dem man als weißes Phänomen die Nachtwolken erkennen kann. Für uns sind die leuchtenden Nachtwolken interessant, weil wir da halt sehen, wie sich der Klimawandel am Boden auf die obere Atmosphäre auswirkt. Und wir wollen halt genau diese Kopplungsmechanismen verstehen.
Wir haben verschiedene Geräte hier aufgebaut, die halt auf die leuchtenden Nachtwolken gucken. Und die sieht man auch jetzt so um 2 Uhr nachts. Es ist dann immer die Spannung dabei, ob die Wolke wirklich erscheint. Aus den Beobachtungen der Nacht erstellen wir dann ein Zeitraffer-Video. Und dann konzentrieren wir uns halt auf bestimmte Regionen, wo halt diese Wellenstrukturen besonders deutlich sind. Die Luftmasse bewegt sich von hier durch die Welle und bildet dann die Turbulenz mit Schaumkronen wie auf dem Wasser an. Die leuchtende Nachtwolke, die kann man hier besonders leicht erkennen, weil sie sich eben so hoch in der Atmosphäre befindet, in ungefähr 83 Kilometer Höhe, dass sie noch von der Sonne beschienen wird. Während die troposphärische Bewölkung, die ist halt im Erdschatten und damit dunkel. Die besondere Faszination in den Wolken finde ich halt, dass man Vorgänge in der Atmosphäre direkt sehen kann. Jeder kann die sehen. Da braucht man kein wissenschaftliches Messgerät für, sondern man muss nur zur richtigen Zeit rausgehen und sich das angucken. Das sind Wolken an der Grenze zum Weltraum. Jedes Jahr im Herbst erhält das Festival of Lights kunstvoll die Fassaden in Berlin. Doch auch im Alltag strahlen unsere Städte zu viel Licht in die Atmosphäre. Autolichter, Straßenlaternen und Leuchtreklamen nehmen überall zu. Wissenschaftler erforschen, wie viel Licht die Nacht überhaupt verträgt. Ich finde im Prinzip so ein Festival of Lights schön, weil das Licht ist nur hier für eine begrenzte Zeit. Und wenn wir haben alltägliche Beleuchtung, ein Gebäude, die gleich gestrahlt ist jede Nacht, das ist alltäglich und eigentlich ziemlich langweilig. Mein Name ist Christopher Kalber, ich bin Physiker und arbeite an der Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Und ich forsche an künstlicher Beleuchtung in unserer Umwelt. Ich bin aufgewachsen in Kanada und ich war schon als kleines Kind nachts draußen. Ich wohnte eher auf dem Land und eigentlich war die Lichtverschmutzung schon mir bekannt als Kind. Wir konnten eigentlich nicht in die nördliche Richtung gucken, hatten wir keinen Sternenblick, weil in diese Richtung war eine große Stadt. Ja, ich kenne die Lichtverschmutzung schon seit 30 Jahren. Hier am Potsdamer Platz gibt es ganz viele Leute, ganz viel Verkehr und auf diesem Grund haben wir natürlich viel Licht. Das ist ein Ort, wo auch spät nachts wirklich was los ist und das bedeutet, dass den ganzen Nacht das Licht verbraucht ist. Dieses Licht natürlich, ein Teil davon geht ins Atmosphäre und macht dann die Lichtglocke über der Stadt Berlin. Unter bestimmten Bedingungen kann man über der Stadt eine leuchtende Schicht erkennen. Vom Boden betrachtet fängt der Himmel an zu glühen. Diese Lichtglocke entsteht durch in die Atmosphäre gestrahltes Licht. In der Luft trifft es auf Staubpartikel, durch die es in alle Richtungen gestreut wird. Der durch Licht aufgehellte Nachthimmel hat auch Auswirkungen auf den Menschen. Unsere innere Uhr ist durch das Sonnenlicht synchronisiert. Wenn wir tagsüber nicht genug Licht unter freiem Himmel bekommen
und dann die Nacht hell beleuchten, kommt unser natürlicher Rhythmus aus dem Takt. Viele Lichtquellen. Das bedeutet nicht automatisch, dass wir dadurch nachts besser sehen können oder uns in der Stadt sicherer fühlen. Wir wissen, dass der Gesamtmenge von Licht spielt sehr selten eine Rolle, wie gut wir sehen kann. Es ist immer die Verteilung. Wenn wir haben Blendung oder wenn wir haben einen hellen Ort und nebenan eine dunkle Flecke, dann fühlen die Leute nicht wohl. Aber wenn wir ein eher diffuses Licht und wenn wir ein gut verteiltes Licht haben, nicht mit diesen hellen, dunklen Punkten, sondern gut verteilt, dann fühlen die Leute sicher. Und man braucht sehr wenig Licht, um sicher zu fühlen. Viele Leute haben bemerkt, dass bei Mondenlicht man kann sehr gut sehen, wenn man auf dem Land ist. Das ist viel weniger Licht, als was wir haben in der Stadt. Das Problem in der Stadt ist immer die Blendung und die dunklen Flecken. Wir würden gerne Energie sparen. Das Problem ist, dass obwohl jede Lampe spart Energie, wenn wir doppelt so viele oder dreimal so viele Lampen haben, haben wir vielleicht Energie nicht gespart, sondern wir haben das gleiche Energie und viel mehr Licht und auf diesem Grund viel mehr Lichtverschmutzung. Wir sind jetzt ungefähr 300 Meter entfernt von der Potsdamer Platz. Wir stehen jetzt in der Tiergarten in Berlin. Was wir gut sehen können, ist, wie hell die Wolken sind, wenn man innerhalb einer Stadt ist. Und der Grund dafür ist, dass das Licht von der Stadt geht nach oben und ist zurück reflektiert durch die Wolken und macht dann alles hier im Park wirklich hell. Was wir merken, ist, dass in die ersten paar Schritte, wenn wir kommen im Park nachts, man hat das Gefühl, dass man nichts sehen kann. Aber wenn man wartet nur 30 Sekunden oder ein paar Minuten, kann man dann wirklich gut sehen, weil der Nachtsicht fängt an. Und man kann sehr schön die Sterne gucken in Parks in Deutschland. Und ich finde das einfach wirklich schön. Wenn im Herbst die Sonne untergegangen ist, wird das größte zusammenhängende Waldgebiet in Deutschland zur Arena für Paarungskämpfe. Seit 2016 die ersten Luchse im Pfälzerwald wieder angesiedelt wurden, fahren Biologen nachts durch den Wald, um zu untersuchen, ob es einen Einfluss vom Luchs auf die Rehpopulation gibt. Mithilfe von Wärmebildkameras wollen sich die Wissenschaftler einen Überblick über den Wildbestand verschaffen. Mein Name ist Caroline Tröger, ich bin Diplombiologin und arbeite momentan an der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft. Wir haben bestimmte Routen, die wir abfahren im Pfälzerwald und zählen dann das Rehwild und versuchen eine Hochrechnung zu machen. Das heißt, wie viele Rehe sich auf 100 Hektar in etwa befinden. Wenn wir einen Teil des Tieres sehen, halten wir an und dann können wir dann identifizieren, was es ist.
Da steht's, ja. Er ist Rotwild. Ja, das ist das Tier von vor uns wieder. Also ich bin eigentlich kein richtiger Nachtmensch, aber als Wildbiologe gehört es dazu, dass man natürlich Tiere, die nachts aktiv sind, nachts beobachtet. Und somit stellt man einfach seinen Lebensrhythmus dann auf ein, dass man einfach sagt, okay, man schläft dann vermehrt am Tag. Also man schläft die Stunden dann einfach am Tag und arbeitet dann nachts. Komm mal langsam, Garo. Das könnte ein Fuchs sein da hinten. Okay, warte mal. Ja, ja. Ein okay, Fuchs genau. Ja, ist nicht weit. Die schönen Momente eigentlich bei der Nachtfahrt ist, dass man es nie planen kann, was passiert in der Nacht. Also Highlight bei den Nachtfahrten war natürlich die Sichtung eines Luchses. Das war einer der ersten wieder angesiedelten Luchse. Und den haben wir auf ca. 15 bis 20 Meter Distanz gesehen. Und das war schon das Highlight der letzten 3 Jahre. Das elektrische Licht hat es uns Menschen ermöglicht, die Nacht zum Tag zu machen. Doch der natürliche Rhythmus von hell und dunkel wird hierdurch immer stärker außer Kraft gesetzt. Und das nicht selten auf Kosten unseres Schlafs. Mein Name ist Till Rönneberg und ich erforsche die innere Uhr. Das Feuer entspricht letztendlich dem, was wir früher zur Verfügung hatten, nämlich die Wärme und das Licht nur aus dem Feuer zu kriegen. Und wenn die Sonne untergegangen ist, dann gab es kein Licht. Letztendlich ist es ein sozialer Fokus auch und etwas ganz anderes als das künstliche Licht, das wir benutzen, was eher so ist wie Sonnenlicht. Das heißt, da gucken wir nicht rein, sondern das machen wir einfach an, so als ob die Sonne noch da wäre. Und insofern ist das künstliche Licht nichts anderes als eine Verlängerung des Tages und was ganz anderes als ein Feuer. Wenn man tagsüber 100.000 Lux hat und nachts null, dann ist das ein Riesenunterschied. Heutzutage sitzen wir in Räumen, die haben vielleicht 400 Lux, das ist einfach so ein Maß von Lichtintensität, tagsüber und haben dann auch immer noch 200, 300 Lux mit elektrischem Licht nachts. Das heißt, wir haben die ganze Zeit ein bisschen Schummerlicht. Die Lichtfarbe spielt dabei eine wesentliche Rolle. Denn gerade Licht mit einem hohen Blauanteil hat nachts einen aufputschenden Effekt. Dunkelheit ist ein Lichtsignal für die innere Uhr, in dem es nämlich kein Licht gibt. Und das ist ganz wichtig, denn die innere Uhr braucht, und das haben wir in dieser Situation, braucht letztendlich, um richtig gut funktionieren zu können, sehr helle Tage, aber auch sehr dunkle Nächte.
Der Gründen ist einer der nördlichsten Berge in den Allgäuer Alpen. Der grandiose Ausblick in sternenklaren Nächten hat sich herumgesprochen. Nicht zuletzt, weil die Gründenhütte immer häufiger bis spät in den Abend geöffnet hat. Mit der hereinziehenden Nacht kehrt Stille ein am über 1700 Meter hohen Berg. Die Hüttenwirte genießen weit entfernt vom Lärm des Alltags die Geräusche der Natur. Zum Einkaufen fährt der Wirt gelegentlich ins Tal. Im Winter braucht er dafür einen Motorschlitten. Mein Name ist Norbert Zäbele. Ich bin gebürtig aus Oberstdorf. Ich heiße Andrea. Ich bin, wie man an meinem Dialekt ganz deutlich hört, nicht aus der Gegend. Ich komme vom Bodensee. Während sich die Wirte auf den Abendbetrieb vorbereiten, jagt ein Fuchs unter der Schneedecke nach Mäusen. Wenn es schneit und es windet, dann haben wir Schneeverwehungen, dass uns teilweise die ganzen Fenster zu sind. Das Problem ist dann auch mit der Logistik, weil wir dann eigentlich fast nicht mehr ins Tal kommen. Unsere Gäste, die hier raufkommen, die sind entspannt, freundlich, relaxed. Dabei kommen die von teilweise ganz verschiedenen Ecken. Also die fahren teilweise wirklich abends 30, 40, 50 Kilometer, nur um hier nach Feierabend im Dunkeln hier rauf zu laufen. Natürlich auch diese klaren Sternennächte, wo wir im Winter auch haben, zu genießen. Bei uns ist es so, dass seit über 60 Jahren das erste Mal der Skibetrieb nicht mehr gesichert ist. Es ist ein komplettes Neuland für uns, ohne Skilift diese Hütte zu betreiben. Die Resonanz bis dato ist dermaßen positiv von Schneeschuhgängern, Rodlern, Skitourengehern. Wir haben ein anderes Klientel bekommen. Die marschieren einfach los, egal wie das Wetter ist. Es kann sein, wie es will. Für uns ist das ein super Ausgleich nach der Arbeit oder nach dem Studium, nochmal rauszugehen, also sich zu bewegen, hier hochzulaufen, ganz gemütlich in der Hütte einkehren und danach eine schöne Abfahrt, je nach Wetter, zu haben und sich einfach nochmal ein bisschen zu bewegen. Am Mittwoch ist hier immer auf der Gründenhütte der Skitourengeherabend und dann trifft man eigentlich immer ganz nette Leute, man isst dann was Leckeres und es ist einfach ein schöner Abend. Was mir auffällt, ist das so ein Phänomen, dass da jeder mit jedem eigentlich kommuniziert, lacht, freundlich ist. Es gibt da jetzt nicht, dass man so, wie man das oft im Tal sieht, an jedem Tisch sitzt einer, sondern die rutschen alle zusammen. Das ist eigentlich wie wenn sie sich alle Kinder datet. Wenn es Vollmond hat, dann ist es halt einfach wunderschön, runterzufahren. Dann braucht man auch keine Stirnlampe. Man hat einen sternklaren Himmel und das gibt einem schon viel Kraft auch für die nächsten Tage dann immer wieder.